Oh, ich glaube, fast alle sind wieder da. Ich hoffe, alle gut gestärkt. Wir hatten ja heute Morgen schon ein bisschen Ausblick erhalten, wie man irgendwie marktwirtschaftliche Effekte nutzen kann, um eine eigene Form des effektiven Aktivismus irgendwie zu betreiben. Und jetzt werden wir das Ganze in der Podiumsdiskussion vertiefen. Dafür übergebe ich an meinen Kollegen aus dem Orga-Team, Daniel. Dankeschön, Daniel. Danke, gerne. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Super, dass ihr so reichlich erscheinen seid. Seid ihr alle satt geworden? Hat es auch geschmeckt? Sehr schön. In unserer nächsten Panel-Diskussion geht es um die Zukunft, wie die Zukunft schmecken wird. Das Thema ist Future of Food. Wir haben vier Panelisten, Lia, Misha, Adriano und Tessa. Die beiden kennt ihr schon aus früheren Vorträgen. Und ich möchte jetzt Lia und Misha bitten, dass ihr euch kurz mal vorstellt. Hallo, auch von meiner Seite. Ich bin Lia, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Unternehmerin. Hört ihr mich? Geht das? Ja. Genau. Man selber merkt das gar nicht so. Genau, ich habe das Health Startup Nuri gegründet und Nutrition Hub. Das ist Europas größte Community für Ernährungsexperten und arbeite auch an einem ganz großen Innovationsprojekt gerade zum Thema Alkoholalternativen, und das ist eins der Themen, über die ich sprechen kann. Genau, aber Hauptfokus ist Nutrition Hub, also die Weiterbildung von Ernährungsexperten. Hi, ich bin Misha und ich bin einer der drei Mitgründer von Plain. Zusammen mit Julia und Jonathan haben wir eine pflanzliche Milchalternative entwickelt, die Vorteile von Pflanzen zusammen mit den positiven Eigenschaften der Kuhmilch vereint. Also wir haben praktisch erstmal geschaut, was die Kuhmilch so alles kann, haben dann geschaut, welche Pflanzen das alles ergänzen können, sodass praktisch ein Geschmackserlebnis entsteht, das der Kuhmilch sehr ähnelt und eben aber nicht die ganzen ökologischen, ethischen und umwelttechnischen, also Nachteile mit sich bringt. Genau, und ich habe vorher Umwelttechnik studiert und Unternehmensmanagement, habe dann viele Jahre im Bereich Automotive gearbeitet, Supply Chain, alles Mögliche. Und genau, da ist mir irgendwann mal klar geworden, dass so als Umwelttechniker ist das oft der Fall, dass man die Nachteile, die wir schon verursacht haben, behebt, und eigentlich durch Management könnte man das, oder besseres Planen kann man das alles noch viel besser gestalten und eben den ganzen Dreck erstmal gar nicht verursachen. Super, vielen Dank. Ich würde mal vorschlagen, wir nehmen Platz. Ist vielleicht angenehmer für die nächste halbe Stunde. Fangen wir mit vielleicht eine bisschen provokative Frage an. Adriano, meine erste Frage richtet sich an dich. Und zwar, was meinst du, brauchen wir überhaupt In-vitro-Fleisch in Zukunft? Weil es gibt ja schon gute pflanzliche Alternativen zu tierischen Produkten. Und ist es nötig, noch In-vitro-Fleisch zu produzieren? Ja. Ja, jetzt hast du mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Ich hatte ja schon gehofft, die erste Frage stellen zu können, nämlich zu den Alkoholalternativen, ob da dann auch wirklich alle Effekte erhalten bleiben und so weiter. Aber gut, ich hoffe, wir werden dazu kommen. Danke für die Frage. Ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich würde im Wesentlichen sagen, wir sollten das eine tun und das andere nicht lassen. Ich meine, die globalen Probleme, die Auswirkungen des Tierproduktekonsums sind so vielfältig und so enorm, dass wir, glaube ich, eine Multistrategie benötigen, um das anzugehen. Ja. Ich habe ja ein paar strategische grobe Ansätze vorgestellt, und da könnte man jetzt noch weiter reinzoomen. Und ich glaube, wir brauchen hier viel strategische Vielfalt, sozusagen viele Pferde. Also Pferde sollte man nicht setzen, auch nicht natürlich, so wie man Fliegen nicht mit einer Klappe schlagen sollte, sondern vor einer Klappe bewahren sollte, zwei auf einen Streich. Ist auch gut, da ein bisschen sprachlich an den Stellschrauben zu arbeiten. Nein, ich glaube, also du hast ja dein Projekt schon vorgestellt. Also ich unterstütze alles, was in die richtige Richtung geht und am Ende den ganz großen
Effekt erzeugen könnte. Das wissen, also wir sind, befinden uns in einer Situation strategischer Unsicherheit. Wir wissen aktuell nicht, was wird wirklich das eine oder die zwei oder die drei so richtig großen Dinge sein, die dann den ganzen Globus veganisieren werden, hoffentlich. Ja. Es könnte alles sein, biovegane Landwirtschaft, Projekte deiner Art oder dann eben auch Dinge im Bereich in vitro. Und deswegen würde ich für strategische Vielfalt plädieren, sodass wir in der Summe eine möglichst hohe Chance haben. Und dann gibt es natürlich viele Synergieeffekte. Ich meine, ihr habt es erwähnt. Ja, das ist natürlich auch eine Form von wirklich breitem gesellschaftlichem Aktivismus. Zunächst ist es extrem kontrovers. Man kriegt Anfeindungen und so weiter. Und plötzlich ist es einfach Normalität. Und im Denken der Leute hat sich etwas verschoben, was dann Auswirkungen hat auf ihren eigenen Konsum und so weiter. Genau, deswegen würde ich dafür plädieren, das eine zu tun, aber all die anderen Dinge nicht zu lassen. Ja. Super, danke schön. Also eigentlich In-vitro-Fleisch und alternative pflanzliche Produkte ergänzen sich oder können sich in der Zukunft ergänzen. Meine nächste Frage richtet sich an Tessa und Mischa. Ich habe ja beide schon alternative Produkte entwickelt und wie schaut es aus in der Wertschöpfungskette bei veganen Alternativprodukten aus? Also wenn man jetzt die Wertschöpfungskette anschaut, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob das so in die Richtung zielt, aber uns war es eigentlich sehr wichtig, von der konventionellen Seite wegzugehen und Bioprodukte zu verwenden. Ja, weil ich meine, nur weil es vegan ist, heißt es ja nicht immer automatisch, dass es gleich gesund ist. Und wir stehen halt komplett hinter diesem Bio-Gedanken. Das ist aber das Problem bei uns, dass die rechtliche Seite uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, weil wir eben Aminosäuren in unserem Futter ergänzen. Ja, also das ist Taurin und Carnitin und die sind in der, im Bio-Heimtierstandard ausgeschlossen. Die sind nur für Katzen erlaubt tatsächlich. Diese Bio-Verordnung wurde vor 20 Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen, ist komplett überarbeitet. Wir haben tatsächlich schon mal am Anfang der Entwicklung versucht, daran was ändern zu lassen, dafür reicht unsere Power noch nicht aus. Also das heißt, wir würden gerne Bio verwenden, können es aber nicht, also beziehungsweise wir könnten sie schon verwenden, dürften es aber nicht ausloben. Bedeutet, wir würden extrem teuer Bio einkaufen, könnten das aber wiederum nicht an den Kunden kommunizieren, um damit einen höheren Preis zu rechtfertigen. Also es ist halt so ein bisschen auch aus von den rechtlichen Regularien müsste da halt sehr, sehr viel passieren, damit man eigentlich am Ende so es so gut machen kann, wie man, wie es nur irgendwie geht. Ja. Und das ist so das, was wir eigentlich merken, wo bei uns so diese Wertschöpfungskette eigentlich ein bisschen leckt. Ja, danke schön. Mischa, wie schaut es bei euch aus? Ja, also bei uns ist das so, dass alle unsere Produkte biozertifiziert sind. Und das war ein sehr langes Prozess. Also am Anfang haben wir zwar gewusst, also welche Rohstoffe, welche Eigenschaften haben und mit sich bringen. Und dann ging es erstmal los mit dem Testen. Und da ging es auch darum, dann verschiedenste Unternehmen anzusprechen und die Produkte zu testen. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass einfach, zumindest in unserem Fall, einfach mit Bioprodukten, ich weiß, ich kann leider nicht sagen, aus welchem Grund, einfach das beste Geschmackserlebnis, die beste Funktionalität und das alles eben zustande gekommen ist. Und das war ein sehr langes Prozess und was wir auch sehr stark merken, also bei der ganzen Wertschöpfungskette, dass da auch sehr viele Menschen mit involviert sind, die eben auch sehr stark eben entweder an eine Idee und an die Zukunft des Startups oder des zukünftigen Unternehmens glauben oder nicht. Und das hat uns auch sehr stark geholfen, weil wir forschen schon seit 2014 und es gibt Partner, die noch gar nichts von uns sozusagen hatten, aber mit denen sind wir im regen Austausch, die helfen uns sehr viel und die Idee trägt das und das ist eben, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Teil von der Wertschöpfungskette, auch dass man praktisch so die Menschen um sich herum, dass man mit denen spricht, auch mit denen sich austauscht und gleichzeitig dazu dann zum, ja, also die anderen lehrt, indem man hinterfragt und einfach zusammenwächst. Okay, ist ja, was Nachhaltigkeit angeht, ziemlich fortgeschritten. Ihr habt ja Glasflaschen. Wie könntest du oder wie stellst du dir vor, eure Produktion oder generell das Produkt noch nachhaltiger zu gestalten? Ja, also das ist jetzt so eine Frage. Also das hast du vorher ganz schön vorgestellt. Also es hat alles Vor- und Nachteile.
Und man muss halt sich einfach das Ganze bewusst werden. Und auch Glas hat Nachteile. Und genau, also wir haben uns von Anfang an so darauf fokussiert, dass wir ein sehr nachhaltiges Produkt entwickeln und herstellen, das sehr viel Impact mit sich bringt. Und genau, weil du Glasflasche eben ansprichst, dass wenn man die gesamte Wertschöpfungskette von einer Glasflasche oder einem Papierbeutel betrachtet, ist das nicht unbedingt viel nachhaltiger als eine Plastikflasche oder ähnliches. Also das ist, also Glas braucht man sehr viel Energie, um das herzustellen, und wir haben jetzt Glas und wir werden auch dabei bleiben, aber wir schauen uns auf jeden Fall schon aktiv auch nach alternativen, nachhaltigen Verpackungen um, weil das halt so, wenn man bedenkt, wie viel eine Glasflasche wiegt im Vergleich zu einer alternativen Verpackung, dann gehen auch schon beim Transportweg wird einiges an Sprit zum Beispiel bei LKWs oder auch an Strom verbraucht bei Zugtransporten, also je nachdem, welchen Weg man wählt. Und genau, und da geht es darum, dass eben noch mehr Nachfrage auch natürlich entsteht nach alternativen Verpackungen, was jetzt gerade eh stärker kommt. Aber ich glaube, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Also es gibt auch sehr viele Konzepte, aber es gibt noch keine richtige Verpackung, die das ermöglicht. Eben, also Glas ist für die Gesundheit sehr vorteilhaft. Und was die Nachhaltigkeit angeht, das ist noch, da lässt sich drum streiten. Genau, aber Glas ist auf jeden Fall gut und mal schauen, was die Zukunft bringt. Wie habt ihr auch für euch ihr seid ja noch gar nicht am Markt, ne? Habt ihr da schon Gedanken gemacht, wollt ihr irgendwie so ein Pfandsystem, Kreislaufsystem irgendwie einführen, oder? Ja, da kann ich. Also das ist so, dass in Deutschland gerade Milchflaschen, also da gibt es schon welche, die im Pfandsystem sind, allerdings ist das nicht verbindlich. Also die Läden können sich selber dafür entscheiden, da mitzumachen oder nicht mitzumachen. Und genau, und wir sind gerade dabei, so unsere Flasche ist eine Pfandglasflasche, also die kann man auch wieder zurückbringen, sodass man die wieder verwerten kann. Und das ist auch ein großes Problem, nicht nur in der Milchindustrie, sondern auch in der Bierbranche, dass da sehr viele Flaschen einfach gar nicht zurückkommen. Und das ist für die Unternehmen eine sehr große Belastung. Also wenn ihr was Gutes für uns tun wollt und für die anderen Unternehmen, bringt bitte die Pfandflaschen wieder zurück. Super, danke schön. Lia, was meinst du, wie nachhaltig ist überhaupt eine vegane Ernährung? Nachhaltigkeit kann man ja aus ganz, ganz verschiedenen Blickpunkten betrachten. Also es gibt eine ökologische Nachhaltigkeit, es gibt eine ökonomische Nachhaltigkeit, es gibt eine soziale Nachhaltigkeit und ja, sozial, also in Bezug auf die ganzen Menschen, die wir, wie was du ja auch angesprochen hast, die entlang der Wertschöpfungskette irgendwie beteiligt sind. Ich glaube, also hier jetzt fokussiere ich mich mal kurz auf die ökologische. Ich bin ein extrem emotionaler Mensch und erzähle auch gerne mal so Geschichten aus dem eigenen Umfeld, und wir haben ja vorhin auch ganz tolle Geschichten gehört. Ich glaube aber, um halt in die Außenwelt, für die Leute, die jetzt nicht sich vegan ernähren, da hilft es immer mit Zahlen, Daten, Fakten immer ganz gut zu überzeugen. Und Fakt ist, dass der Durchschnittsdeutsche 11 Tonnen CO2 produziert pro Jahr. Um die Klimaziele, die wir mit dem Pariser Abkommen festgelegt haben, um die zu erreichen, müssen wir um 80% reduzieren. Das bedeutet auf knapp 2 Tonnen CO2 pro Person. Und unsere Ernährung alleine bedingt 2 Tonnen CO2. Die Hälfte davon stammt aus der Erzeugung von tierischen Produkten. Das heißt, Leute, die Fleisch konsumieren und Klimaziele erreichen wollen, dürften nur noch essen und nichts anderes mehr, also nichts weiter konsumieren, nur noch mit dem Fahrrad fahren, kein Plastik mehr verbrauchen. Und das entspricht jetzt nicht der Realität. Das heißt, wenn man da einfach mal die Fakten gegeneinander stellt, sieht man, dass eine vegane Ernährung, die knapp eine Tonne CO2 produziert, bei weitem nachhaltiger ist. Okay. Die nächste Frage eigentlich an euch alle. Also wir haben hier Experten aus unterschiedlichen Bereichen, Unternehmer, Biotechnologen, Ernährungsberater, Daniel Landwirt. Was kann man zusammen für eine nachhaltigere, lebhaftere Zukunft tun?
Ich finde halt das Thema, das Angebot einfach erhöhen. Ja, ich finde, wie leicht ist es jetzt für uns, in den Supermarkt zu gehen und sich wirklich vegan zu ernähren? Das war halt vor 10 Jahren tatsächlich noch nicht so. Ich glaube, einfach je mehr Alternativen angeboten werden, umso leichter machen wir es auch den Leuten, die vielleicht nicht so viel drüber nachdenken. Und gerade diese Vielfalt anzubieten und wirklich für jeden Bereich Alternativen zu schaffen. Also ich fände es zum Beispiel auch, das war eine Frage, die hatte ich vorhin noch an den Landwirt, eben im Bereich Bio-Vegan, warum es nicht auch ein Siegel gibt. Also ich würde mich zum Beispiel, wenn zwei nebeneinander stehen, ich würde zum Bio-Vegan-Siegel greifen und nicht zum Bio-Siegel. Auch in dem Bereich einfach vielleicht dann doch einen Verein gründen, gucken. Also überhaupt diese Initiative zu ergreifen, finde ich halt extrem wichtig und sehr gut. Ja, also ich glaube, dem könnte ich mich vollständig anschließen. Ich suche oft auch noch nach sozusagen Hebelpunkten oder auch Grundmotiven, die alle einen, ja, oder Probleme, die alle lösen müssen, ganz egal, wie sie sich engagieren. Und ein Problem, das immer wieder auftaucht, ihr habt es auch erwähnt, ist das Geld. Ja. Alles braucht Geld, egal was man in dieser Welt tut, alles braucht Geld. Ein Startup braucht Startkapital, eine NGO, ein Hilfswerk braucht einen konstanten Spendenfluss, Forscherinnen und Forscher an der Uni brauchen auch ihr Geld und so weiter. Und ich glaube, hier liegt möglicherweise schon noch sehr viel Potenzial brach. Ich hatte ja ganz am Ende meines Vortrags die Frage in die Runde geworfen, wer denn bereit wäre, sagen wir zum Beispiel 50 Euro zusätzlich pro Monat zu spenden an den eigenen Veganismus, wenn das vonnöten wäre, wenn die Produkte einfach teurer wären. Also dann irgendwie 600 pro Jahr und ich weiß nicht, ich habe sicher 100 Hände gesehen dann, ja. Wenn man das jetzt aufrechnet, hätten wir hier schon mal 600 Euro mal 100, ja, da kommen ansehnliche Summen eigentlich zusammen. Und wenn man sich das mal überlegt, ja, also wir setzen uns ja auch ein, konkret im Food-Bereich, wir informieren uns, wir setzen das dann durch, vielleicht auch gegen gewisse Motivationsprobleme und so weiter persönlich. Da lohnt es sich vielleicht schon, sich die Frage auch zu stellen, ja, wie weit könnten wir uns als Bewegung auch pushen, mehr finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, all diesen Projekten, wo das Geld oft halt sehr knapp ist. Ich glaube, das könnte schon noch einiges in Bewegung setzen. Also man könnte sich auch überlegen, eben systematischer im Bereich Crowdfunding, sich hier vielleicht über die Projekte hinweg zusammenzutun. Und am Ende ist aber auch jede und jeder natürlich, der oder die Teil der Bewegung ist, auch aufgerufen, sich auch in dem Bereich halt zu fragen, was könnte ich mir vielleicht leisten. Ist auch interessant, was eben, du hast die 11 Tonnen erwähnt, ja, die wir emittieren. Sehr typisch für Leute im Westen. Es ist ja krass, wie wenig es vielleicht kostet, das via Aufforstung zu kompensieren. Also wenn man sich zum Beispiel auch schaut, ich meine, Emissionshandel und was dergleichen mehr ist, sehe ich natürlich auch etwas kritisch, aber im Bereich Aufforstung besteht enormes Potenzial. Also wenn man sich das kurz berechnet, einen Flug zu kompensieren, München-Sydney oder so, das ist, glaube ich, möglich für weniger als 100 Euro. Ja. Und ein ganzes Leben pro Jahr zu kompensieren, das kriegt man auch für etwa 500 Euro. Also wenn man 500 Euro spendet an Organisationen, die nachweislich nachhaltige Wirkungen erzielen, ja, 500 Euro zum Beispiel im Bereich Aufforstung, dann kompensiert man etwa 10 Tonnen und lebt eigentlich CO2-neutral. Ja. Jetzt, ich glaube auch nicht, dass man sich so einfach freikaufen kann, aber wiederum auch hier, das eine tun, also Flugreisen reduzieren, und das andere nicht lassen. Ich meine, die Problemlage ist so dringend und so umfassend, dass es sich, glaube ich, schon lohnt, sich hier auch zu fragen, eben ein bisschen quer zu denken und sich auch eben des Problems bewusst zu werden, dass das Geld halt überall drückt, eigentlich bei jedem Projekt. Ja. Ich knüpfe da mal nochmal kurz an und jetzt kommt Werbung aus Überzeugung. Also gerade ist bei ProVeg International, also da gibt es so eine Aktion, wenn man spendet, wird der Spendensatz verdoppelt. Also das geht noch bis März. Also wer jetzt sich überzeugt fühlt, dann gibt es da auch eine Möglichkeit, die dann gleich verdoppelt wird. Und genau, was ich auch denke, wie man zusammenarbeiten kann, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist Education, also dass den Leuten auch bewusst ist, also dessen Handeln. Und das merkt man auch, also indem jetzt Veganismus oder vegane Bewegung immer zunimmt, weil es gibt sehr viele Menschen, die eben sich trauen oder verschiedene Wege ausprobieren, wie eben
noch mehr Menschen motiviert werden können, etwas zu tun, etwas zu verändern. Und meistens ist das ja eh so, dass wenn man sich verändert, dann startet die richtige Veränderung und dann werden auf einmal so viele Sachen möglich. Und genauso zum Beispiel bei uns ist das auch eines der wichtigsten Punkte, dass wir nicht nur ein Produkt nach vorne pushen möchten, sondern dass wir auch Aufklärung betreiben möchten, dass die Menschen sich wirklich bewusst damit auseinandersetzen und Fakten und gleichzeitig gibt es ja verschiedene Triggermöglichkeiten, also wie man Menschen zu etwas motiviert, etwas zu machen. Und meistens ist das nicht der gehobene Finger, sondern zu zeigen, dass auch jeder Einzelne die Veränderung schaffen kann und diese Veränderung auch visuell darzustellen. Und genau, und da glaube ich, kann man sehr gut zusammenarbeiten und sich gegenseitig dadurch pushen. Ich kann mich dem Gesagten eigentlich nur anschließen. Du hast gesagt, Geld ist eine Währung. Es gibt genauso Aufklärung und Bildung ist auch eine Währung. Und ich glaube, auf dem Weg kann man wirklich extremst viel erreichen. Wir sollten nie unsere eigene Wirkungskraft oder die Wirkungskraft des Individuums unterschätzen. Man kann wirklich, indem man der erhobene Zeigefinger hilft, selten. Manchmal hilft es wirklich auch mit Zahlen, Daten, Fakten, die zumindest im Hinterkopf zu haben, um entsprechend argumentieren. Es gibt ja ganz unterschiedliche Kommunikationstypen. Aber auch einfach durch das eigene Leben und Vorleben als Positivbeispiel vorangehen. Ich glaube, damit kann man unglaubliche Wellen schlagen. Das habe ich, ohne dass ich es gemerkt habe, in einem Unternehmen, wo ich jetzt arbeite mit dem großen Innovationsprojekt, gemerkt, dass ich einfach durch meinen eigenen Lebensstil, durch meine Ernährungsweise auf einmal im Umfeld ganz viel passiert. Genauso meiner Familie. Wir hatten ja die letzten 2 Jahre jetzt wirklich vegane Weihnachtsessen. Und ohne dass ich das initiiert habe, das wurde dann von meiner Mutter sogar vorgeschlagen, von meiner Oma. Und ja, einfach so, dass man merkt, im persönlichen Umfeld passiert schon ganz, ganz viel durch das eigene Wirken. Und natürlich, wir haben heute die Macht, dass man muss nicht aus dem Journalismus kommen. Jeder von uns hat die Möglichkeit, seine eigene Meinung kundzutun. Und das ist einer der großen Vorteile. Es hat auch seine Nachteile, dass jeder denkt, er sei ein Ernährungsexperte und auch viel gefährliches Halbwissen kursiert. Aber jeder von uns hat die Macht, auch über die eigenen sozialen Medien sich für die richtigen Dinge einzusetzen. Super, vielen Dank. Von meiner Seite wären das die wichtigsten Fragen gewesen. Und ich würde vorschlagen, jetzt fragen wir mal, beziehungsweise jetzt geben wir das Wort an das Publikum. Wer hätte Fragen zu unseren Panelisten? Genau, wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit für Fragen fast, eine Viertelstunde. Also wenn die an eine Person, könnte an eine Person richten oder ans Podium insgesamt. Ah, da okay. Haben wir den ersten. Ich wollte gerade schon, sehr weil schön. Das Ding ist, ich habe gerade schon eine Pause gesagt, das ist super frustrierend. Das ist mein Job, dass ich so viele Fragen eigentlich habe und sie nicht stellen darf, weil ich... Danke. Ich hätte eine Frage zu dem Verpackungsproblem, in Anführungszeichen. Also in meinem Bioladen, der bei mir um die Ecke ist, gibt es immer mehr verpackungsfrei und mittlerweile auch Mineralwasser, das man so abfüllen kann. Jetzt wäre die Frage, ist es eine Möglichkeit für Pflanzenmilch, das zu realisieren, oder ist es ein zu großes hygienisches Problem mit den Schläuchen und der Reinigung und so weiter? Da kenne ich mich jetzt nicht aus, das war nur so ein Gedanke, den ich hatte, dass man das quasi als Abfüllstation macht. Ja, also die Möglichkeit besteht natürlich und da kommt jetzt wiederum Geld ins Spiel und eben die Haltbarkeit, die damit eben einhergeht. Das ist dann problematisch, also das müssen praktisch größere Behälter sein, da muss auch genug Durchsatz da sein, dass das auch alles weggeht. Ansonsten ist das auch für den Laden selber nicht wirtschaftlich, die Mengen abzunehmen und man kann das halt, also vor allem bei so flüssigen Produkten, die gehen ziemlich schnell kaputt, also sobald die in Berührung mit Luft kommen, und das ist halt eines der größeren Problematiken. Wenn die Nachfrage steigt und klar rentiert sich bestimmt für bestimmte Läden oder größere Kantinen oder ähnliches, wo der Durchsatz da ist, da muss eben, wobei da, also Gastronomie vor allem, da spielt halt Preis eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also da ist das, die wollen alle nachhaltig werden, also da gibt es auch immer mehr Kantinen, die dann Vorschriften haben, die sagen, okay,
Wir müssen jedes Jahr zum bestimmten, also bestimmten Prozentsatz an CO2-Ausstoß zum Beispiel reduzieren. Und genau, und das ist halt eben dieses komplexe Zusammenspiel, was dann darüber entscheidet, was ist jetzt alles möglich und was nicht. Genau. Weitere Fragen? Da. Schön, ich wollte dich einfach mal laufen sehen. Nee, ich habe tatsächlich eine Frage. Und zwar war ich neulich auf einem Vortrag, wo es quasi auch um die Ernährungstrends der Zukunft ging. Und da ging es dann, was sind sozusagen die ganz großen Trends? Und es war eigentlich eher Gesundheit, war zum großen Teil Erlebnis, sozial war sozusagen auch der große Trend und ganz klein tauchte dann Moral auf und Nachhaltigkeit. Und großes Thema war auch, dass die Innovationen, darum finde ich das sehr interessant, von Start-ups ausgeht und eigentlich nicht mehr von den großen Lebensmittelkonzernen. Jetzt wollte ich fragen, was sozusagen die Start-up-Szene sieht als Möglichkeit, quasi diese großen Trends, die ja nicht unbedingt nützlich sind für die Gesellschaft, wie man die brechen kann und wie man letztendlich auch sozusagen die großen dominierenden Lebensmittelkonzerne da auch ein bisschen steuern kann. Raphael, wenn du da antworten möchtest, kannst du auch gerne antworten. Du bist ja viel in der Welt auch unterwegs. Ich kann mal eine Antwort wagen auf den ersten Teil deiner Frage. Ich glaube, also wie du angesprochen hast, es gibt diese großen Makrotrends und ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, der Mensch ist ein sehr egoistisches Wesen. Und ich glaube, dass man kann eine nachhaltige Mission haben, aber dass man die Menschen eher abholt, indem man über die eigene Gesundheit Ansatz, den man fahren kann, da gibt es auch Zahlen, Daten, Fakten, die dafür sprechen, dass sich eine mehr pflanzenbasierte Ernährung positiv auf die Gesundheit und in der Prävention diverser Krankheiten positiv auswirkt. Ich glaube, dass das, weil du ja meinst, Gesundheit ist, Gesundheitsbewusstsein steigt immer mehr, dass das ein extrem wichtiger Anker ist, um Leute zu erreichen und dann da über die individuelle Schiene und ihre eigene Gesundheit, ihre eigene Zukunft. Nachhaltigkeit ist da in der Kommunikation dann sekundär, aber das jeden Einzelnen, ich glaube. Ich glaube, dass einfach grundsätzlich die Gesellschaft, kann schon sein, dass es wahrscheinlich genau das widerspiegelt, was du auch gesagt hast, ja. Und ich finde, vielleicht ist auch ein bisschen so unsere Kunst, alles miteinander zu verbinden, ja, dass wir den Leuten auch ein Erlebnis bieten mit dem, was wir entwickeln und was wir machen, dass wir aufklären und die Leute abholen und ihnen quasi, auch wenn die Moral da scheinbar ein sehr kleines Thema war in dem Bereich, aber dass die Moral ihnen halt so ein bisschen untergemogelt wird. Also ganz blöd gesagt, wenn ich jetzt bei McDonald's einen Burger esse, am Ende ist es demjenigen wahrscheinlich egal, ob das jetzt In-vitro-Fleisch ist oder ob das Fleisch vom Rind kommt, weil er es sowieso nicht mehr merkt, ja. In diesem Massenbereich, wodurch ja eigentlich auch diese ganze Massenhaltung kam, es liegt eigentlich jetzt so ein bisschen an uns, das Ganze mit einem gewissen Geschick so aufzubauen oder die Produkte so zu vermarkten und so zu verkaufen, dass alle Bereiche damit abgedeckt werden. Ja, dass es gesund ist, oder es soll gesund sein, dass es vielleicht irgendwo ein Erlebnis bietet und dass einfach alle Punkte damit abgedeckt werden. Ich glaube, wir als Start-ups gefragt. Ja, und wenn wir es nicht lösen können, dann hat Lia ja immer noch die Alkoholalternativen. Nein, aber ganz kurz, ich meine, das ist der heilige Gral der Moralphilosophie. Wie kann man Menschen moralischer machen? Ja, seit 2500 Jahren. Also, wer hier die Antwort hat, der kriegt den Nobelpreis der Philosophie, den es nicht gibt. Eine kurze Bemerkung, ich meine, das sind halt historisch großräumige Prozesse. Ja, also wenn man sich zum Beispiel die Geschichte der Abschaffung der Sklaverei
vor Augen führt und das historisch analysiert. Ich meine, das hat, also in der Antike haben die Argumente begonnen, wie kann das denn rechtens sein? Und dann in der Neuzeit, insbesondere seit der Aufklärung, hat sich das intensiviert und plötzlich hat es wirklich einen gesellschaftlichen, politischen Uptake erfahren. Es ist alles sehr komplex, aber ich glaube, nur weil es dauert, ja, sollte man sich dadurch nicht entmutigen lassen. Man muss sich einfach der Tatsache bewusst sein, diese moralischen Prozesse, ja, also klar, eben das eine tun, das andere nicht lassen. Ich meine, wir haben die, also im Bereich Klima haben wir die Jahrzehnte einfach schlicht nicht mehr. Deswegen brauchen wir halt alles. Ja. Alle Sinne des Menschen müssen wir irgendwie ansprechen, um uns selbst auch zum Handeln zu bewegen. Aber ich glaube, längerfristig gibt es schon auch Grund zum Optimismus. Ich meine, im Paris des 17. Jahrhunderts war es üblich, zur Volksbelustigung Katzen zu verbrennen, ja, oder in siedendes Wasser zu werfen. Es gab kein einziges Tierschutzgesetz, das ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Das kommt schon. Ja. Es dauert einfach Jahrzehnte und Jahrhunderte. Aber ich glaube, man kommt ans Ziel, wenn man einfach pusht und pusht und pusht und immer wieder auch ethisch, moralisch argumentiert und das Ganze natürlich sekundiert mit Argumenten, die auch durch den Magen gehen. Ja. Vielleicht noch einen Kommentar von Raphael, der hier auch genau an der Schnittstelle arbeitet. Ja, vielleicht zu der Frage, wie man große Unternehmen davon überzeugen kann. Ich glaube, als erstes muss man feststellen, dass bei diesen Unternehmen, also die ganzen großen Nestle, Danone, Arla, Fonterra, Novozymes, mit denen ich zu tun habe, in diesen Schlüsselpositionen, Entscheidungsträger sind am Ende des Tages auch Menschen, die diese Trends auch sehen und auch genau wissen, dass wir den Wandel schneller herbeiführen müssen. Was wir als Startup machen, wir treffen uns mit diesen Innovationsabteilungen, mit den Managern von diesen Unternehmen, besprechen unsere Technologie und sehen ja auch, wie groß das Interesse an solchen neuen Technologien ist, was natürlich auch getrieben ist vom ganzen Markterfolg von Startups, die in dem Space unterwegs sind, also wie Beyond Meat an die Börse gegangen ist beispielsweise, das hat auch noch dem hinterletzten Kapitalisten die Augen geöffnet, wie viel auch da zu gewinnen ist, sage ich jetzt mal. Das ist dann immer so eine Frage, will man einen großen Konzern, der eher ein schlechtes Image hat und der in der Vergangenheit auch schlechte Dinge gemacht hat, jetzt damit an Bord haben? Was wir aber sehr, sehr oft feststellen und immer wieder sehen, ist, dass da sehr viel Offenheit tatsächlich da ist von diesen auch oft jungen Teams, Innovationsteams, die wirklich was bewegen wollen mit diesen ganzen Ressourcen, die diese großen Unternehmen halt tatsächlich einfach haben. Und ich glaube, da müssen wir einfach sagen, okay, wir verwenden diese Ressourcen halt für gute Zwecke. Und das ist genau das, was gerade passiert. Also große Unternehmen springen gerade sehr, sehr schnell auf diesen Zug auf. Sorry für die Verlängerung des Podiums. Möchtest du noch was sagen? Um da noch mal ganz kurz anzuschließen. Ja. Genau, es ist jetzt, wie du auch meinst, die großen, hinter diesen großen Konzernen stecken Menschen. Und Menschen mit genauso einem Verständnis und einem Marktverständnis, aber auch einem ökologischen und gesundheitlichen Verständnis. Es ist in den Unternehmen oder Konzernstrukturen unglaublich schwer, Innovation in einer gewissen Geschwindigkeit voranzutreiben. Das heißt, was viele Unternehmen machen, ist, sie lagern ihre Innovationsabteilung aus und investieren, wie du auch meinst. Das ist ein großes, es gibt viel Kapital, was auch bereitwillig investiert wird in die richtigen Innovationen. Das heißt, die sind nicht direkt in ihrem eigenen Konstrukt damit beschäftigt, aber durch Innovationen. Weitere Fragen? Ich wollte noch kurz was dazu sagen, und zwar all diese Punkte, die du ganz am Anfang genannt hast, also von Gesundheit bis Moral, eigentlich die vegane Ernährung, so wenn man das richtig aufsetzt, die vereint ja das alles. Also das ist möglich, soziale Erlebnisse zu haben mit veganer Ernährung. Das gibt es so viele Produkte mittlerweile, die richtig gut schmecken, und das wird immer mehr. Also das ist etwas, was sich weiterentwickelt, und auch angesichts der Probleme, die gerade, also was vor allem Klimawandel angeht, ist es, glaube ich, wichtig, dass alle wirklich was tun. Und da gibt es auch große Unternehmen, die, also wie ihr beide das bereits erwähnt habt, dass da auch es notwendig ist, dass die auch diese Veränderung mittragen. Ja, mich würde auch noch interessieren, was ist eure Meinung zum veganen Label? Also beispielsweise Wein, muss es gelabelt sein als vegan oder eure Produkte oder allgemein, findet ihr es hilfreich? Oder ist es eher so, ich erlebe es zum Beispiel, wenn ich, ich war neulich in einem Café und viel Kuchen war ausverkauft, aber es gab noch eine Sorte, es war die vegane Sorte, da war noch viel Kuchen übrig.
Und viele glauben, dass vegan ja auch eine Geschmacksrichtung ist und vermeiden das also auch. Und deshalb glaube ich, es könnte also durchaus sein, dass man sagt, nee, lassen wir das doch lieber weg. Es schmeckt einfach gut, es ist einfach ein Karottenkuchen, ist doch egal, ob vegan oder nicht. Was ist denn eure Meinung dazu? Braucht man das unbedingt betonen oder würdet ihr es auch weglassen? Weil das Produkt kann ja auch für sich sprechen. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche wiederum Daten, die unterschiedliches aussagen. Also zum einen, es gibt klar auch diese Entschuldigung, ich habe das Wort gerade verloren. Der Begriff vegan oder Veganismus ist ja unglaublich polarisierend in der Gesellschaft. Es ist, für viele ist es haben sofortige Aversion dagegen und sagen, okay, es ist vegan, fasse ich gar nicht erst an. Aber genauso kann es auch, und das ist auch der ökonomische Wert dahinter, auch ein Verkaufstreiber sein. Also das, wie laktosefrei war, irgendwie teuer verkauft wird und gesundheitlicher angesehen wird von vielen Konsumenten, ist auch vegan. Dass so, nur weil irgendwo vegan draufsteht, automatisch nicht der Fall sein muss, aber dass da auch viele verstanden wird, dass es einen gesundheitlichen Mehrwert hat. Das heißt, ich glaube, es kommt immer darauf an, welche Konsumentenschaft man irgendwie hat. Für das eine oder für das andere radikal auszusprechen, würde ich jetzt nicht. Ich habe jetzt das Wort wieder. Also es gibt genug Fälle, also es gibt klar Produkte, bei denen dann die Leute dann auf einmal nicht mehr danach greifen und das einfach im Regal stehen lassen. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, also es gibt immer mehr Produkte, die mit veganem Label ausgezeichnet sind und erleichtert auch den immer mehr Menschen eben, zum einen, die kommen immer mehr in Kontakt damit und sehen, okay, hey, eigentlich die Produkte, die ich bis jetzt gegessen habe oder zu mir genommen habe, dass die vegan sind und auch also praktisch diese Barriere zu Veganismus wird zum Teil aufgeweicht und ja, und klar, es gibt Menschen, bei denen das immer noch dauert und dauern wird wahrscheinlich, aber so auf Dauer, auf lange Sicht, also das wiederum was mit Education zu tun hat, also es kann man nicht zu 100% für jeden alles irgendwie so klar sagen. Ich finde das tatsächlich eine extrem interessante Frage, weil klar, wir alle, dieses gelbe Label ist inzwischen, glaube ich, in unser aller Köpfen. Wir greifen genau danach. Ja, wir sind aber auch jetzt tatsächlich leider noch eine recht kleine Gruppe. Ich glaube, um die breite Masse zu erreichen, wäre wahrscheinlich genau das sinnvoll, was du sagst. Es muss einfach normal sein, dass es vegan ist und es muss gar nicht erst als vegan gehypt sein, sondern wenn man jetzt, mein Mann hat immer so eine tolle Idee und sagt, eigentlich müsste man einfach so ein Fastfood-Restaurant aufmachen, wo alles vegan ist, aber nie sagen, dass es vegan ist. Und das wäre wahrscheinlich das, wo am besten alle hingehen. Sobald dann irgendwo vegan stehen würde, wäre es einfach wieder, ja. Also ich glaube, es ist wichtig grundsätzlich, um dieses Thema präsent zu machen, ja, um darauf aufmerksam zu machen. Und es ist auch gut so, dass es dieses Vegan-Siegel gibt, weil eben immer mehr Leute sich damit auseinandersetzen und dann vielleicht auch gezielt zu diesem gelben Label greifen. Um die breite Masse zu erreichen, bin ich eigentlich tatsächlich fast eher deiner Meinung, dass ich glaube, man müsste es so ein bisschen normaler werden lassen und nicht branden. Ja. Können wir uns ein bisschen zügig fassen? Möchtest du noch was sagen? Kurz einen Kommentar. Ich wohne ja in Berlin und in Berlin gibt es unglaublich viele Restaurants und Cafés bereits, die zu 100% pflanzenbasiert sind, es aber nicht, überhaupt nicht kommunizieren. Und da erreichen sie die Leute wirklich über den Geschmack. Also wenn man dann natürlich sich die Karte mal anschaut, merkt man es schnell, dass alles pflanzenbasiert ist, aber es wird nach außen hin gar nicht kommuniziert, um genau diese ganzen Vorurteile abzubauen. Gut, dann fassen wir uns zügig und noch eine letzte Frage. Ist weniger eine Frage tatsächlich. Ich knüpfe gerne auch an das Thema Vegan-Label an. Bin selber überhaupt gar kein Freund von diesen ganzen Vegan Aisles, die es gibt in den Supermärkten und so weiter. Also diese Inseln, wo man sich auch so als Inselmensch begreift und dann davor steht und von anderen Leuten komisch angeguckt wird. Ich meine, wir sind es alle gewohnt, ne? Wir haben alle irgendwie Klamotten im Schrank, wo vegan drauf steht und so und sind eh die Weirdos in der Gesellschaft. Weil es ja immer heißt, woran erkennt man einen Veganer? Ja, er erzählt es dir als erstes, ne? Klar.
muss ja nicht so sein, um Gottes Willen. Muss da auch tatsächlich ein kleines Beispiel bringen. Weiß nicht, ob man hier grundsätzlich vorhin ist Werbung gemacht worden, das sagen darf. Es gibt in Erding zum Beispiel, ist jetzt südöstlich von München, ein kleines Lokal, nennt sich Green Leaf. Ist ein Café, die wahnsinnig ausgebaut haben in den letzten Zeiten und immer voll sind tatsächlich. Bei denen steht nirgendwo im ganzen Lokal vegan, sondern lediglich unten auf der Speisekarte ein kleiner Hinweis, alle unsere Produkte oder alle unsere Speisen werden aus pflanzlichen Produkten hergestellt. Wird super angenommen, ist total geil. Da möchte ich alle einfach nochmal motivieren, so auch die persönliche Marktmacht zu begreifen als Verbraucher, weil es ja immer so gerne gesagt wird, was kann ich als einzelnes Individuum denn erreichen? Und jeder fühlt sich so ein bisschen alleine in dieser bösen, bösen Welt. Ne? Und ich glaube, mit gutem Vorbild vorangehen, einfach den Leuten zeigen, vegan schmeckt. Vegan kann man auch einfach vollwertig pflanzlich nennen, ne? Wenn es das denn auch ist. Kann einfach damit Werbung machen. Bringt veganen Kuchen irgendwo hin mit. Wenn euch irgendwas stört an irgendwelchen Produzenten, wenn die sagen, oh, meine Produkte sind ach so nachhaltig und dann sind sie in Plastik verpackt, schreibt sie doch an, sagt ihnen doch, was euch stört. Wenn ihr eine Nachricht schreibt und vielleicht noch jemand davon erzählt oder Leute verlinkt, zum Beispiel auf Instagram, dann kann man das multiplizieren und das hilft, hilft, hilft. Je mehr Leute, sag ich mal, sagen, dass es ihnen wichtig ist, dass wahre Nachhaltigkeit und Veganismus gelebt wird, umso mehr kann man zusammen erreichen und das möchte ich allen nochmal mitgeben. Möchte noch jemand diesen Kommentar kommentieren? Sehr gerne. Und zwar, das ist so ein Erlebnis, was ich jetzt letztes Jahr hatte, oder ja, jetzt, wir haben gerade in der Elternzeit, mein Mann und ich, und wir sind durch Spanien gefahren und sind tatsächlich an einem Tiertransporter nach dem anderen vorbeigefahren. Irgendwann habe ich echt nur noch so gemacht, weil ich es nicht mehr sehen konnte. Und es gibt dieses Green Bean, ich weiß nicht, ich glaube, es heißt Green Bean, so eine App, wo man halt immer gucken kann, wo das nächste vegane Restaurant ist. Und wir waren tatsächlich im übelsten spanischen Hinterland, wo vegan irgendwie so gar nicht up-to-date ist. Und sind das nächste vegane Restaurant angefahren, weil wir halt einfach mal Pause brauchten, nicht wussten, wohin. Kamen da an, es war ein absolut verschlafener Ort irgendwo in den spanischen Bergen. Und das vegane Restaurant ist übergequollen von Leuten, die einfach da saßen und gegessen haben. Und das war irgendwie sowas, wo ich gedacht habe, ich war extrem deprimiert auf dieser Autofahrt, weil ich dachte, wie viele Tiere werden hier eigentlich noch transportiert? Das kann ja gar nicht mehr sein. Und dass das einzig vegane Restaurant, also was wir dann irgendwo gefunden haben, so dermaßen überfüllt war, hat mich wirklich extrem gefreut. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen diese Entwicklung, in der wir uns befinden und fand das eigentlich sehr schön. Ich glaube, wir brauchen den Alkohol doch nicht, denn läuft bei uns. Vielen Dank an euch, dass ihr an unserer Panel-Diskussion zum Thema Future of Food teilgenommen habt.